Hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Das Wetter ist heute ja nicht so prickelnd, genau richtig, um mal einen gemütlichen Tag in den vier Wänden zu verbringen. Vielleicht auf dem Sofa oder anders irgendwie einfach nur faul zu sein. Ich begrüße heute alle im Sternzeichen Waage geborenen. Wir wollen gemeinsam in die Kalenderwoche 16 schauen. Einmal zum Thema Liebe, Beruf und in die allgemeinen Energien. Aber bevor wir mit diesen Themen beginnen, möchte ich wie immer einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen, welche Sehnsüchte, Bedürfnisse dort schlummern oder was ihr euch ganz einfach in der nächsten Woche einmal Gutes tun solltet. Dann lasst uns beginnen. Für meine lieben Waage-Zuschauer, in der KW 16, was schlummert denn so in ihrem Herz? In ihre Seele, in ihrer Seele, was darf ich da für Botschaften überbringen? So, lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Eine wunderschöne Karte, ich mag die besonders gern, denn ich als Krebsgeborene bin ein absoluter Träumer. Und in eurer Seele, in eurem Herz schlummert der Wunsch danach, dass ihr euch auch einmal wieder euren Träumen hingibt, nicht alles zerdenkt, nicht zu viel denkt, sondern einfach mal träumt und euch eure Zukunft so vorstellt, so ausmalt und so manifestiert, wie ihr sie euch wünscht. Also auch heute, gerade heute, ein wunderschöner Tag zum Träumen, länger im Bett liegen zu bleiben, vielleicht ein Mittagsschläfchen zu machen, die Augen zu schließen, um mal zu schauen, welche Wünsche, welche Träume kommen denn dann so an die Oberfläche. Also eine sehr, sehr schöne Karte und gerade im Frühling, wenn jetzt alles erblüht, die Energien so extrem stark sind, ist auch der richtige Zeitpunkt, mal wieder ans Manifestieren zu denken, sich seine Zukunft mit allen Sinnen vorzustellen, wie man sie gerne hätte und ja, die Energien dann freien lassen und ja, wie die Karte sagt, sich eine paradiesische Zukunft bauen. Jetzt legen wir aber los mit der Liebe, was sicherlich alle von euch auch interessiert. In der KW 16, was darf ich für meine lieben Waage-Zuschauer denn da für Botschaften überbringen? Kam die erste schon gesprungen. Zwei Karten hätte ich gerne noch zum Thema Liebe für meine Zuschauer für die 16. Kalenderwoche. Na, eine noch bitte. Eine Botschaft noch zum Thema Liebe für meine lieben Waagegeborenen. Die ersten zwei waren sehr schnell und die letzte lässt auf sich warten, aber wir geben nicht auf. Wir haben den ganzen Sonntag Zeit, um die Botschaft für euch noch zu erhalten. Eine Karte hätte ich da gerne noch. In der Liebe, was darf ich für eine Botschaft überbringen? So. Sehr schöne Energien. Wir haben den Reiter, der Reiter, immer so die Karte für schöne Botschaften, für fröhliche, gute Botschaften. Auch etwas, was sehr schnell passiert, denn ja, früher, als die Karten ja gezeichnet wurden, war der Reiter ja so der schnellste Überbringer von irgendwelchen Nachrichten. Und die Blumen sind gefallen, die Blumen. Immer ein Zeichen für Geschenke, Komplimente, für etwas Schönes, aber auch für Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Und an dem Blumenstrauß hängt ja auch eine Nachricht. Also sehr gut möglich, dass ihr nächste Woche eine Einladung erhaltet.
Vielleicht lädt euch jemand zum Essen ein, es macht euch jemand Komplimente, ihr werdet ja, ein sehr wolliges, schönes Gefühl dabei erhalten. Und die Blumen stehen ja auch für Wachstum. Also irgendetwas bahnt sich da an, fester zu werden, zu wachsen. Wir sind ja in Liebesangelegenheiten, also hier oben im Liebesorakel. Also möglicherweise euer Herzensmensch, Wunschpartner oder jemanden, den ihr ins Auge gefasst habt, der euch gefällt, wird auf euch zukommen und es wird zu einer Einladung kommen. Oder zu einem schönen Gespräch, einem Kompliment. Vielleicht bekommt ihr auch Blumen, gut möglich. Der Brunnen ist noch gefallen, was ja auch etwas mit Tiefe zu tun hat. Und im Zusammenhang mit den beiden anderen Karten habe ich so das Gefühl, dass das dann tiefer wird. Also diese Gefühle, dieses Treffen wird etwas in euch auslösen, was ganz, ganz tief reingeht. Vielleicht bringt euch das auch wieder zum Träumen oder es sind sogar eure Träume, die da langsam zum Fließen kommen, gut möglich. Jetzt möchten wir noch schauen, welchen Tipp, welchen Rat gibt denn die geistige Welt euch mit auf den Weg für die nächste Woche? Was darf ich da für Botschaften überbringen für meine lieben Wagen? Wagen. Nein, ihr seid keine Wagen. Doch, Mehrzahl Wagen, Wagen, 3a. Egal. Welche Botschaft darf ich da überbringen? Welchen Tipp, welchen Ratschlag hat die geistige Welt zum Thema Liebe für euch? So, 2. Und eine noch bitte. Also in den ganzen Horoskopen, die ich bis jetzt gelegt habe, für die nächste Woche so oft die Nachrichten, so oft die Blumen, so oft Wünsche, Träume. Man merkt tatsächlich, dass die Energien im Moment extrem stark sind. Frühling hat alles mit Liebe, Wachstum und zu tun. Unglaubliche, schöne und starke Energien. Eine Karte noch bitte. Welchen Tipp, welchen Ratschlag darf ich von der geistigen Welt überbringen? So, dann schieben wir die mal ein bisschen zusammen und schauen rein. So, der Tipp der geistigen Welt tatsächlich. Raus aus eurem Kopfkino. Wir haben hier den Mond. Der Mond steht für Gefühle, für Träume, für Wünsche, aber auch für Ängste, die damit verbunden sind. Und die geistige Welt fordert euch auf, endlich dieses Labyrinth an Gedanken, an Abwägen, an was wäre, wenn, könnte es nicht, zu verlassen, den Turm zu verlassen. Der ist in den letzten Legungen auch ganz oft gefallen, wahrscheinlich auch das Zeichen dafür, mal wieder rauszugehen. Das Wetter wird ja jetzt auch immer besser und den Elfenbeinturm mal zu verlassen, aber auch für mich immer ein Zeichen, mal an die Spitze eures Turms zu klettern und von oben herab mal alles objektiv zu betrachten, gerade was eure Ängste betrifft, was euer Kopfkino betrifft. Ist das denn wirklich angesagt? Ja, sind die Gedanken nicht unnötig? Macht ihr euch nicht unnötige Kopfzerbrechen in Bezug auf was wäre, wenn? Denn ja, man kann sich alles zerdenken und wir Menschen neigen leider dazu, uns vieles zu zerdenken aus Angst, es könnte etwas schief gehen. Und die geistige Welt in dem Zusammenhang traut euch, auf eure Wünsche einzugehen, lasst die Ängste hinter euch, kommt aus eurem Turm raus ins Leben und genießt das Leben ohne Ängste und ohne Zweifel, einfach ja mit der Romantik und den Gefühlen, die der Mond so ausstrahlt. Also auch da sehr, sehr schöne Energie. Und jetzt wollen wir weiter mal in den Beruf schauen. Wenn ihr studiert, eine Lehre macht oder sonst irgendwas,
alles, was so mit dem Beruf, mit Arbeit zu tun hat, betreffen jetzt diese Karten. Drei Karten bitte zum Thema Beruf. Was darf ich da erzählen? Zwei Karten noch bitte. Welche Botschaft darf ich zum Thema Beruf überbringen? Was erwartet meine lieben Zuschauer in der nächsten Woche? Das ist zu viele noch, aber eine, dann haben wir es geschafft. Ein, da kam sie auch schon geflogen. So. Jo. Wenn ihr geplant habt, eine Veränderung vorzunehmen in eurem beruflichen Lehreranfang oder auch nur irgendein Seminar zu besuchen, eine Ausbildung zu beginnen, sind die Energien dafür sehr, sehr gut. Das Schiff ist gefallen als Aufbruch. Das Buch mit der offenen Seite erstmal zu den Wolken hin, das sagt, ein neues Kapitel, ihr habt irgendetwas in eurem Kopf, wo ihr etwas Neues beginnen wollt, ein neues Kapitel beruflich aufschlagen, und die Sonne, die Außenkartendeck rausläuft, die sagt, ihr werdet plötzlich den Durchblick haben, was ihr machen möchtet, wie ihr es angehen könnt, und es wird nicht plötzlich passieren, die Veränderung, die kommt, sondern das Schiff ist ja sehr, sehr langsam, oder die Karte für ein langsames Geschehen, aber ihr werdet wissen, was ihr machen möchtet, die Ideen dazu haben und diese angehen. Also hier auch schöne Energien, die euch beflügeln werden, endlich Dinge in Angriff zu nehmen, die ihr schon länger im Kopf habt oder vielleicht auch vor euch hinschiebt, weil ihr bis jetzt noch nicht so wirklich wusstet, wie ihr sie verwirklichen könnt. Aber das ändert sich in der nächsten Woche. Da werden einige Ideen aufploppen. Ihr werdet klarer sehen zu diesem Thema. Jetzt noch der Tipp, die Ratschläge von der geistigen Welt zum Thema Beruf für die nächste Woche. Was darf ich da für Botschaften, für Tipps oder Nachrichten überbringen? Noch zwei Karten bitte. Und eine noch. So, passt sehr gut zur rechten Seite. Also der Tipp von der geistigen Welt, ihr seid als Personenkarte gefallen, in der Mitte die Brücke, die ja immer zwei Seiten miteinander verbindet, und die Lupe, ihr sollt eure Ideen, eure Vorhaben genau unter die Lupe nehmen, ja, eure Wünsche und dieses genauer Hinschauen miteinander verbinden, denn ihr werdet eine Brücke schlagen, also ihr werdet den Weg finden, wie ihr dieses neue Kapitel beginnen könnt, wie ihr eure Ziele ja, ein Stück näher kommt. Also auch hier der Tipp, schaut genauer hin, aber geht den Weg, schlagt eine Brücke zu euren Vorstellungen. Es ist nichts, was ihr übers Knie brechen werdet oder auch könnt. Es ist ein längerer Prozess, aber in der nächsten Woche sind die Energien so, dass ihr es angehen könnt, auf den Weg bringen könnt. Jetzt zu euren allgemeinen Energien für die nächste Woche. Was darf ich denn da noch Schönes berichten für meine lieben Waagegeborenen? Drei Karten bitte zu den allgemeinen Energien für die KW 16. Geistige Welt ist in der Mittagspause. Die Karten ploppen nicht so, wie ich es sonst gewöhnt bin.
drei Botschaften bitte zu den allgemeinen Energien. Ich möchte schöne Botschaften überbringen. Wenn dann mal welche kommen. Okay. So und so. Sogar fünf Botschaften. Gut. Die Lilie ist gefallen, im Moment fast in jeder Legung, die ich habe, aber kein Wunder, es ist Frühling, die Frühlingsgefühle ploppen auf. Die Lilien stehen für Schönheit, Leidenschaft, Sexualität und in der Mitte der Berg und der Bär. Was für mich bedeutet, dass es gewisse Hindernisse, Schwierigkeiten gab mit einer Person, zu der ihr euch unglaublich hingezogen fühlt, wo die Leidenschaft prickelt, gab es Hindernisse, ihr konntet nicht so wirklich offen miteinander umgehen, euch so wirklich treffen, irgendwas war da im Weg, irgendwas stand zwischen euch, aber das Schöne ist, der Baum ist gefallen und der Baum steht ja auch immer für einen neuen Lebensabschnitt, für Sicherheit, für Stabilität. Die Wurzeln gehen in die Erde hinein, bieten Stabilität und oben wachsen die Äste und die Blätter, also auch für Wachstum. Und nebendran der Sarg, was bedeutet Ende, Neuanfang? Also diese Hindernisse, die euch noch im Weg standen, werden enden und es wird etwas Neues, Stabiles beginnen, also ein neuer Lebensabschnitt, ein Neustart sozusagen in dieser Beziehung, Begegnung. Vielleicht war es auch erst noch ein Flirt, ihr hattet beide unglaubliche Verbundenheit gefühlt, Anziehung gefühlt, es hat geprickelt, aber irgendwas stand euch da noch im Weg. Aber die Energien nächste Woche sehr gut, dass sich das auflöst, diese Blockaden, und ihr einen Neustart beginnen könnt. Also, ja, dass etwas stabiler wird. Finde ich sehr schön. Und jetzt hätte ich gern noch die Tipps und Botschaften von der geistigen Welt zur allgemeinen Energien für euch. Was darf ich da noch für Botschaften überbringen? Welche Tipps, Ratschläge hat die geistige Welt für die nächste Woche an euch? Drei Karten bitte. Drei Karten hätte ich gerne. Drei Tipps, drei Botschaften zu den allgemeinen Energien für meine lieben Waage-Zuschauer in der KB16. Lassen sich heute aber arg bitten, ne? Aber wie schon erwähnt, wir sind hartnäckig. Karten bitte. Ich mag auch nicht intuitiv ziehen, weil das alles Allgemeinenergien sind und da möchte ich doch, dass die Karte springen. Das haben sie jetzt auch getan. So, dann schauen wir. Gut, die Schlange ist gefallen. Die Schlange und der Fuchs zusammen. Die Schlange steht auch für Manipulation, für einen hinterlistigen Menschen, für eine Giftspritze, sage ich jetzt mal. Und der Fuchs genauso.
Also, der Fuchs steht auch für Manipulation, für Hinterlist, für was Falsches. Die beiden zusammen zeigen mir schon, ihr werdet aufgefordert, nächste Woche aufzupassen. Irgendjemand in eurem Umfeld ist nicht ehrlich mit euch, manipuliert euch oder redet schlecht über euch, und das wird für einige Aufregung sorgen, denn die Vögel sind gefallen, die sind ja so ein bisschen flatterhaft, stehen für Aufregung, auch für Tratsch. Vögel zwitschern ja den ganzen Tag. Also gut möglich, dass es in eurem Umfeld jemanden gibt, der tratscht, der schlecht redet. Da seid ihr nächste Woche aufgefordert, mal genauer hinzuschauen, um diese Person dingfest zu machen und eventuell auch auszusortieren, wenn es so eine miese, hinterlistige Zicke ist. Also der Tipp von der geistigen Welt: hört mal genauer hin, da redet jemand nicht gerade gut über euch, versucht andere zu manipulieren, gegen euch aufzuwiegeln. Also da keine schönen Energien, eher das Achtungssymbol. Passt ein bisschen auf, mit wem ihr euch einlasst nächste Woche, dass ihr nicht auf die Nase fällt. Und ja, gut, welcher Engel begleitet euch denn in der nächsten Woche? Welcher Engel begleitet meine lieben Waage? Zuschauer, hilft ihnen vielleicht, steht zu ihnen. Gut möglich, aber auch Schlange und Fuchs zusammen kann auch für Eifersucht lösen. Kann auch für Eifersucht stehen, dass jemand eifersüchtig auf euch ist, auf euren Erfolg ist, auch vielleicht in dem, was sich hier anbahnt, auf das Date. Da schaut mal hin, vielleicht ist da noch eine Frau oder ein Mann im Umfeld, die extremst eifersüchtig auf euch ist, die euch das neidet. Also da tatsächlich die Hab-Acht-Stellung annehmen. Engel der Transformation, übergib die Schwere und die Veränderung wird kommen. Übergib die Schwere, ja. Wir haben ja hier den Berg, der sagt, da war noch was im Weg, um euer, hat euch das Leben noch etwas schwer gemacht. Und der Engel, der euch nächste Woche begleitet, sagt: Übergib mir die Schwere, ich kümmere mich darum, die Veränderung kommt, alles wird gut. Also auch dahingehend sehr schöne Energien. Das einzigst Negative: habt ein bisschen Acht darauf, wer in eurem Umfeld euch nichts Gutes möchte. Aber wenn man das weiß, kann man aufpassen. Kein Thema. Mir hat die Legung sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat sie auch Freude bereitet. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr die Aussichten für die KW 17 sehen möchtet oder noch andere Videos, die ich online stelle, drückt einfach das Glöckchen. Es gibt ja auch Tagesenergien von mir. Verpasst ihr keiner meiner Legungen mehr. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche und von mir auf dem Weg viel Licht und Liebe. Tschüss.